Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe, bei der ich dir benötigte Kenntnisse zu einer Textverarbeitung vermitteln möchte, nämlich in dem Fall hier Word 2016, die du dann benötigst, wenn du eine vorwissenschaftliche Arbeit, eine VWA, eine Diplomarbeit oder Seminararbeit schreibst. Jetzt sind wir hier dann beim fünften Video angelangt und es geht darum, wie kann man hier Teile eines Textes in einer anderen Schriftfarbe darstellen. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel einen ganzen Absatz markiere durch einen Doppelklick, dann wähle ich hier den ganzen Absatz aus und könnte jetzt hierher gehen und könnte dann dementsprechend hier die Schriftfarbe verändern. Hier ist auf automatisch zum Beispiel eingestellt. Man sieht hier gleich die Vorschau hier unten, da. Das ist ganz praktisch. Ich gehe jetzt hier zum Beispiel auf Gelb und dann würde dieser Text hier in Gelb dargestellt werden. Ich kann jetzt auch hier nur einzelne Worte zum Beispiel markieren. Könnte hierher gehen. Nehme eine andere Schriftfarbe. Nehmen wir die hier. Und ich könnte auch gleichzeitig mehrere Texte markieren. Wähle mir hier diese Wörter, drücke jetzt die gedrückte linke Maustaste, gehe jetzt hierher, markiere also mehrere Bereiche und wähle dafür dann zum Beispiel mit der rechten Maustaste jetzt, wird das Kontextmenü geöffnet und wähle jetzt hier eine andere Schriftfarbe aus, zum Beispiel grün. Du siehst, man kann sie einfach eben über das Kontextmenü, rechte Maustaste hier, dann die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Und man kann natürlich auch wiederum hier im diesem Register Start, kann man ebenfalls die Einstellung für die Schriftfarbe dann vornehmen. Danke für die Aufmerksamkeit.